Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Final Fantasy VII Rebirth. Wir sind in der letzten Folge, nachdem wir uns eine Weile von Cloud fernhalten mussten, weil es ihm nicht allzu gut ging, jetzt wieder vereint mit der alten Truppe. Können hier personell auch nichts weiter umstellen. Ich habe mal im Menü geguckt. Ich habe übrigens auch noch eine andere Sache mal überprüft, weil ich jetzt schon öfter den Hinweis bekommen habe, dass man Mai abstellen kann. Ich habe mich jetzt allerdings dagegen entschieden. Ich sage euch auch warum. Das müsste nämlich dieser Punkt hier sein. Audiokommentare nach Auftragsabschluss abspielen. Hier steht aber nicht explizit Mai. Also Chatlane nervt halt manchmal auch. Aber vor allen Dingen nach Auftragsabschluss stört mich das ja gar nicht. Bei Mai nerven mich immer nur diese Kommentare auf der Tonspur, wenn du gerade eine Jagd startest. Ich glaube, damit ist nicht das gemeint, was mich eigentlich annervt an dem Thema, zumindest so, wie das hier formuliert ist. Deswegen lasse ich das jetzt erstmal so. Korrigiert mich gerne, wenn ich das falsch interpretiere, was ich damit abstellen würde, aber ich akzeptiere das erstmal so, wie es ist. Und eine Kleinigkeit habe ich hier bei den Materia noch geändert, und zwar hat Red hier eine Kombination bekommen, die vorher Barrett hatte, nämlich die aus FP-Boost und Erstschlag. Generell würde ich den FP-Boost immer gerne in einer aktiven Truppe drin haben. Ich war die letzten Male nur zu faul, das immer anzupassen, und jetzt dachte ich mir, okay, neue Aufnahmesession, neues Glück. Die Minute kannst du dir dann dafür auch nochmal nehmen. Und ja, dann würde ich sagen, sind wir jetzt eigentlich gut aufgehoben. Red hatte vorher die Elementaraffinität mit Gewitter gekoppelt und passiert hier was? Nee. Und das hat jetzt 1:1 halt Barrett bekommen, ne? Wenn Barrett dann wiederkommt, dann kann ich gegebenenfalls immer noch tauschen und alles und überhaupt. So, jetzt starten wir aber mal mit dieser Gruppe, von der ich gar nicht weiß, wo eigentlich unser Weg ist. Ich hoffe, ich war beim letzten Mal gründlich genug und muss mir keine Gedanken machen, wo ist denn hier mein Ziel? Ich sehe mein Ziel schon wieder nicht, das irritiert mich. Sehe ich das auf der Minimap? Ja, da sehe ich das. Warum auch immer mir das auf der großen Karte nicht angezeigt wird. Aber das ist auch nicht das erste Mal. Wahrscheinlich bin ich im falschen Gebietsabschnitt. Wobei ich finde, dann kann man das trotzdem aufzeigen. Der wird uns nichts tun, der wird auch nichts sagen. Das ist quasi noch ein Überbleibsel aus der Cutscene, wo sie sich damals hier runtergestürzt haben. Das ist jetzt auch wieder ein, zwei Folgen her. So, erstmal wieder ein bisschen warm spielen, ein bisschen gucken. Nadelkuss müssen wir auf jeden Fall nicht analysieren. Die mögen kein Feuer und kein Wind. Ich bleibe einfach immer beim Impulsiv. Die Musik hier abfetzt. Das ist noch nicht vorbei. War schon immer so, ne? Hier in dem Gebiet bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall böllert mir das gerade gut in die Ohren mit seinem aggressiven Sound. Feier, ich mache mich auf jeden Fall ganz gut wach. Ich bin nämlich noch nicht allzu lange auf den Beinen. Nadelspucker kennen wir, und das sind auch nur Nadelspucker, okay. Und ja, das ist quasi mein Tageseinstieg jetzt, und ich habe beim letzten Mal an einer coolen Stelle aufgehört. An einem klaren Spot. Bin jetzt schon ein bisschen traurig, weil ich weiß, dass wir wahrscheinlich heute den Bereich ja auch abschließen werden. Ich habe dieses Gebiet wirklich extrem gefeiert. Das hat mich ein bisschen versöhnt mit dem, was mich vorher an Rebirth immer so ein bisschen genervt hat. Und also jetzt, wo ich das hier so erlebt habe, ein paar Folgen, ich vermisse auch die Oberwelt zu 0,0%. Von mir aus kann die wegbleiben. Ich brauche die nicht wieder. Ich finde sowas hier irgendwie viel schöner, in Dungeons rumzukraucheln, wo du nicht ständig von Hinz und Kunz unterbrochen wirst und dich mit irgendwelchen frustrierenden Kämpfen abgeben musst. Ah, ich weiß, wo wir sind. Das war nur eine Frage der Zeit, bis wir hier auch irgendwann mal langlaufen können. Ich hätte es ja fast ein bisschen gefeiert, wenn sie... Ich glaube, damit kann man die Weichen stellen. Du kannst die Weiche für die Lore umstellen. Momentan ist die von Barrett bevorzugte halsbrecherische Route. Den Rest konnte ich nicht mehr lesen. Beziehungsweise mir nicht mehr merken. Okay, also halsbrecherisch sieht sehr stark nach dieser Route hier aus. Die Gleise sehen ziemlich alt aus. Ob Barrett und die anderen da heil rüberkommen? Keine Angst, die sind noch stabil genug. Woher weißt du das? Meine Pfoten irren sich genauso wenig wie meine Nase. Ah, da
Davon habe ich gehört. Die Pfoten von Hunden und Katzen können mehr erspüren, als wir uns jemals vorstellen können. Oder, Red? Mit deinen Fußpolstern. Meine Pfoten sind um Welten feinfühliger als die von einfachen Haustieren. Sag mal, Red. Nein. Ich habe doch noch gar nichts gesagt. Musst du auch nicht. Nur einmal. Nein. Oh, bitte. Cloud will sie bestimmt auch mal anfassen, oder? Interessiert mich. Tatsächlich. Und was, wenn ich dir in unserer nächsten Unterkunft eine Massage gebe? Okay, das war mal eine sehr lustiger Dialog. Vor allen Dingen hat mich Cloud auch gerade mit seiner Antwort überrascht, aber ich dachte jetzt, Red fängt ja auch an, irgendwie Aerith zu mobben und weiß ich nicht, ob ich das so... Also es war auf jeden Fall amüsant, obwohl es ja kein Mobbing war. Er wollte einfach nur nicht, dass man seine Pfoten antatscht, was ich auch ein bisschen verstehen kann. Aber ich kann auch das Bedürfnis verstehen, das tun zu wollen. Das hier ist so ein Yuffie-Kistenhaufen, ne? Das heißt, irgendwann wird man hier mit ihr auch nochmal langlaufen. Ich habe gerade ein bisschen gestruggelt wegen der Stelle, wo man sich mit dem Seil runterdingsen lassen konnte, weil ich mir da nicht sicher war, ob man jemals wieder zurückkommen würde. Aber diese Leiter beantwortet mir die Frage. Denn, ja, das Areal ist keine Einbahnstraße. Man kommt von zwei Seiten dahin. Das ist gut. Dann hat es auch das Seil nicht gebraucht, was ich jetzt gekonnt ignoriert habe. So, dann lass uns mal wieder ein paar Impulshiebe verteilen, aber nicht nur diese. Red hat ja auch noch ein kleines Geschenk mitgebracht. Ich weiß zwar noch nicht was. Was habe ich denn mit dem hier immer eingesetzt? Ich weiß es gar nicht mehr. Wirbelfänge fügt dem Gegner großen Schaden zu, indem er zerfetzt wird. Ja, mit diesem ganzen Rächerhaltungsgedöns und so. Weiß ich nicht. Muss ich mich nicht so intensiv befassen, weil Red nicht Teil meiner Endstammgruppe sein wird. Das kann ich leider jetzt schon so deutlich sagen. Mir fällt aber gerade wieder ein, ich habe hier noch eine Waffe zu leveln. Lichtschild errichtet ein Schutzschild gegen ballistische Angriffe der Gegner fernhält. Das sollte ich dann doch ein paar Male öfter einsetzen, damit wir hier auch vorankommen. So, gibt es hier wenigstens irgendeine schöne Belohnung? Ich dachte gerade, weil da hier gab es gerade noch so einen grünen Schimmer. Das waren wahrscheinlich die Überbleibsel des Gegners, der zuletzt ausgerottet wurde. Aber es gibt eine Belohnung in Form einer Kiste. Sehr schön. Wenigstens alles nicht umsonst. Was ist denn Schutzbit? Ich habe die Kategorie gesehen anhand des Symbols. Das müsste nämlich hier irgendwas sein. Haben wir auf jeden Fall noch nicht, bin ich mir relativ sicher. Da ist es. In diesem Gegenstand ist ein Sicherheitscode enthalten, der vor verschiedenen Viren magischen Ursprungs schützt. Schützt während des Kampfes vollständig vor sofortigem Tod, schützt während des Kampfes vollständig vor dem Zustand Versteinerung. Okay, das sieht auf jeden Fall ein bisschen abgespaced fast aus, finde ich. So, keine Ahnung, packt man sich das um den Hals? Packt man sich das um den Finger? Ums Armgelenk? Ich weiß nicht, wir haben ja hier alle möglichen Kategorien vertreten. Vielleicht isst man diesen Schutzbit, dieses Schutzbit, keine Ahnung, wie der richtige Artikel lautet. Wir werden es nie erfahren, denn ich werde es nicht einsetzen. Wobei, auf eine Sache habe ich jetzt gerade gar nicht geachtet, weil ich so auf den Text fokussiert war. Hat dieses Teil irgendwas mit den Statuswerten gemacht? Ja, es hat sie verschlechtert. Aber trotzdem muss man ihm zugute halten, dass Schutzbit gegen zwei sehr nervige Zustände quasi immunisiert, beziehungsweise den geneigten Spieler schützt. Und das wird vielleicht nicht immer unnütz bleiben. So, warte mal, wie konnte ich mich jetzt hier nochmal... Hä? War das nicht mit Kreis drücken und dann hat er sich runtersliden lassen? Vielleicht war die Leiter auch einfach zu kurz, keine Ahnung. So. Aber ich dachte wirklich, als ich da diese steile Schiene da hochgelaufen bin, dass wir dort irgendwie die Connection zur anderen Gruppe wiederherstellen könnten. Aber wir haben hier auch nochmal gleich eine Abzweigung. Mal gucken, worauf das da hinausläuft.
Hätte ich ja eigentlich diesen Dialog von gerade eben verpasst, wenn ich da nicht hochgelaufen wäre. Aber warte mal, ich glaube, jetzt können wir den analysieren. Oder haben wir das letzte Mal schon gemacht? Ah, nee, haben wir schon. Okay. Ich erinnere mich nämlich noch daran, wie ich seinerzeit ein bisschen... Also Panik ist das falsche Wort, aber ein bisschen unruhig geworden bin. Weil ich Cloud nicht da hatte und den unbedingt analysieren wollte. So, warte mal. Dann kann Red hier ein bisschen mit Wirbelfängen wieder Action machen. So, und bei Aerith will ich mindestens einmal pro Kampf Lichtschild wirken. Einfach, um das ein bisschen voranzubringen. So, habe ich da gerade Auslöscher gelesen? Nee, ausdehnen. Ausdehnen ist noch nicht explodieren. Es besteht also noch Hoffnung, dass wir hier keinen Explosionsschaden davon tragen. Aber die Hoffnung schwindet, je länger das dauert. Mutangriff. Kannst du den... Okay, nee, der ist immer noch schockanfällig. Ich dachte, wir hätten den im Schock. Jetzt haben wir ihn da. Das hat geklappt. Okay, also wir kriegen das schon ganz gut hin. Ist auch ganz gut, dass gerade nur Cloud die ganze Zeit Energie verliert. Dann brauche ich nämlich nur eine Person zu heilen. Ja, Leute, ich vergesse ständig die Heilwogen. Es tut mir echt leid. Immer wenn ich ächze, dass ich gerne Gruppenheilung hätte zum x-ten Mal, dann kommt ihr wieder mit einer Engelsgeduld um die Ecke, wofür ich euch echt dankbar bin, und weist mich immer wieder auf die Heilwogen hin. Ich versuche diesmal dran zu denken. Okay, warte mal, da hinten können wir wahrscheinlich wieder mit unseren Freunden kommunizieren. Aber hier gibt es auch noch eine Route. Es fühlt sich voll belastend an, die Kisten nicht abknallen zu können. Nachdem man jetzt so lange mit Yuffie unterwegs war und hier Hinz und Kunz abschießen konnte. Aber irgendwann muss es hier eine Reunion geben. Auch wenn ich nicht Final Fantasy Reunion spiele. Aber muss ja auch nichts heißen. Hier gibt es gar keine Belohnung für diese auffällige Sackgasse. Hättet ihr wenigstens einen kleinen Dialog hier noch reinbauen können. Das wäre schön gewesen. Achtung, Steinschlag. Na gut, den finde ich ein bisschen zu weit weg für wirklich gefährliche Steinschläge. Die würden doch hier... Na gut, die könnten auch direkt aufs Netz fallen. Das stimmt schon. Ist schon gut davor gewarnt zu werden. Das hier würde auch eine ganz gute Mario Kart Strecke abgeben, finde ich. Ich hatte irgendwie ein bisschen Bock drauf, schon ewig. Das muss der Treffpunkt sein. Lasst uns Yuffie und den anderen Bescheid geben. Schon ewig kein Mario Kart mehr gespielt. Aber manchmal, so ganz selten, flackert das wieder auf. Ich bin manchmal auch echt gespannt, wie ich mich heute darin machen würde. Vor allen Dingen in den Mario Kart Spielen, wo ich damals so halbwegs was konnte. Ich war da nie der allergrößte Pro. Ich hatte damals einige Diddy Kong Racing Strecken ganz gut gemeistert, und in Snowboard Kids lagen mir auch einige Strecken sehr. Und in Wave Race übrigens auch, aber in Mario Kart war ich, weiß ich nicht, gefühlt eher durchschnittlich, wenn überhaupt. Hey Cloud, wie sieht die Strecke aus? Hab getan, was ich konnte. Wirklich? Wird auf nichts wackeln? Besten Dank für alles. Wir sind so gut wie bei euch. Gut, dann stürzen wir uns mal ins Abenteuer. Ich will ja nichts sagen, aber ich glaube, ich stürze meine Leute gleich ins Verderben. Ich habe nämlich keine einzige Weiche umgestellt. Das konnte man doch aber irgendwo, oder? Da kam noch der Hinweistext. Kann ich meine Gruppe wieder wechseln? Steige in die Lore und schließe zu den anderen auf. Okay, also wenn jetzt gleich alle sterben und es offensichtlich ist, dass ich eine Fehlentscheidung getroffen habe, dann kann ich ja, obwohl, nee, nochmal neu laden. Boah, nee, dafür sind wir schon zu vorangeschritten. Ich muss jetzt das Schicksal akzeptieren, egal was es vorsieht. Hier, auf gut Glück. Viel Spaß. Alles wird gut. Ich kann das. Das wird ein Klacks. Du willst wohl mitkommen, was? So ist's gut. Dann los und haltet euch gut fest. Muss ich
hier selber auch was machen. Ja, ich habe nur darauf gewartet, dass hier wieder irgendwas eingeblendet wird. Zerstöre mit Hilfe von Barretts Gewehrarm und Yuffies Wurfstern, um sich zwei Sachen koordinieren, die Shinra-Frachtkisten, damit Yuffie von ihrer Übelkeit abgelenkt wird. Was ist das denn für ein Grund? Je mehr du erwischst, desto mehr Punkte erhältst du. So, also erstmal muss ich mein Headset ein bisschen leiser machen. So, mit Barretts Gewehrarm zielen, schießen. Aber wann nutze ich denn was? Warum habe ich denn zwei Schießfunktionen? Das überfordert mich schon wieder, weil... Hat das eine längere Range? Ich guck mal oben, was ich auf dem Bild so erkenne. Da sieht man die ganze Zeit Barrett schießen. Damit Yuffie von ihrer Übelkeit abgelenkt wird. Ach, keine Ahnung. Ich werde hier wahrscheinlich... Achso, warte. Oh, 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 oh. So, ich würde vermuten, dass Yuffie eine höhere Range hat. Und zum Beispiel... Hä? Ich weiß nicht, wann ich welches Geschoss einsetzen soll. Das ist das, was mich gerade eigentlich am meisten... stresst. Ach, aber das Gute ist doch, ich habe jetzt eine Lösung für mich gefunden. Einfach die ganze Zeit mit Barrett ballern. Und immer wenn sich in der Ferne ein Dreieck abzeichnet, ich glaube, so ist das auch irgendwie gemeint. Dann, feuert man das halt auf diesem Wege ab. Und am Ende ist es dann ein Erfolg, wenn Yuffie nicht in die Lore gereiert hat oder was ist jetzt das Ziel dieses Spiels. Also mal abgesehen davon, dass man hier auch gerade gut Items und sowas alles kriegt. Ich habe gerade ein schlechtes Gewissen wegen der Weiche, Leute. Ich habe gar nichts eingestellt, gar nichts. Ich glaube, das könnte zu einem kleinen Desaster werden. Boah, sind wir voll in die Kisten reingedingst. Mir geht auch der Cursor ein bisschen zu langsam. Ich wünschte mir, der wäre ein bisschen schneller zu Gang. Und die Kisten sehe ich auch. Guck mal, weil du kommst kaum irgendwie nach links von einer Seite auf die andere gezogen. Kannst dir wahrscheinlich irgendwann die Strecke, wenn du so ein richtiger Crack bist, die Strecke auswendig merken und dann hier alles richtig machen. Aber ich wüsste gerade eben aktuell nicht so wirklich wofür. Aber wenigstens ist das Tempo halbwegs angenehm. Also, nein! Achso, doch, wenn du aufhörst zu schießen, dann kannst du den Cursor ein bisschen schneller bewegen. Okay, dann nehme ich alles wieder zurück. Aber muss man halt auch erstmal wissen, ne? So, oh, da sind viele. Oh, das war gerade voll der verkrüppelte Winkel, ey. Oh, jetzt werden wir sterben. Jetzt stürzen wir doch in die Tiefe. Ja, genau, das war nämlich mein Fehler. Und jetzt? Aber ist das nicht voll die Abkürzung? Guck mal, ist doch voll die Abkürzung. Was habe ich denn jetzt davon für einen Nachteil? Bisschen Action. Vor allen Dingen hätte ich gerade bei Yuffie auch erwartet, dass ihr das voll Bock macht und sie sich da voll drauf freut. Aber so hat wohl jeder irgendwie seine... Was? Das stand gerade ernsthaft fantastisch. Bitte was? Alles okay? Mir ist total schlecht. Das verzeih... Ich glaub nie. Ich hatte Spaß. Cloud hat ganze Arbeit geleistet. Ihr habt's also überlebt. Ja, aber nur ganz, ganz knapp. Wie süß! No. Folgt uns, seit wir ihn gerettet haben. Sag mal, das hier kenn ich. Die Zwillinge nicht. Er heißt Kikeri Cloud. Sehr erfreut. Nicht lustig. Schade. Weg ist er. Er gehört zu seiner Familie. Da
Hickory Cloud! Los jetzt. Ja, irgendwie so gar keine Liebe für dieses kleine Kükenwesen empfinden konnte. Vielleicht hat er es auch empfunden und wollte es nur nicht zugeben. Ihm war es wahrscheinlich einfach unangenehm, wie sich alle über ihn beömmelt haben. Aber süß war das ja schon ein bisschen. Ey, ich dachte, ich kann da jetzt noch die Kisten irgendwie abdingsen, aber kannst du wohl nichts machen. Ich bin mit dem Outcome übrigens sehr zufrieden. Also ich habe jetzt bei Yuffie zwar Sympathiepunkte verloren, dafür bei Barrett welche gewonnen. Damit kann ich durchaus leben. Ich hätte aber tatsächlich eher vermutet, dass es andersrum sein würde. Also dass die Action, dass Yuffie die Action gut finden würde und Barrett mir das krumm nehmen würde. Aber ja, so ist das in Ordnung. So, Schwarzkutten-Hängebrücke. Hier bin ich ja schon gewesen. Brauchen wir nichts weiter gucken. Ich könnte jetzt, Moment, ich könnte aber meine Gruppe jetzt wieder anpassen, ne? Die ist angepasst. Wer hat dir denn erlaubt, Tifa für Red einzusetzen? Warum wird das über meinen Kopf hinweg automatisch so angepasst? Finde ich nicht okay. Ich sollte vielleicht mal offscreen mich meine Favorite-Truppen einfach irgendwie zusammenstellen, damit ich da nicht jedes Mal das individuell mache, wobei das auch nicht so den Unterschied macht. Das Problem ist gerade, ich weiß nicht, wen ich als dritten Charakter jetzt noch mit reinnehmen will. Bei Aerith ist die einzige, die waffenmäßig noch was lernen muss. Und meine Tendenz geht eigentlich hin zu Barrett, aber dann habe ich ja zwei Fernkämpfer. Ich glaube, Tifa ist vielleicht gar nicht so schlecht. Das lassen wir jetzt erstmal so. Wobei, nee, weißt du was, ich nehme jetzt Red wieder mit rein. Weil der noch die Materia hat, die ich ihm gerade noch zugewiesen habe. Ich muss, bevor ich die nächste Folge starte, ich hoffe, ich mache das zu einem Zeitpunkt, also das Beenden heute, wo ich barrierefrei ins Menü komme und alles wieder anpassen kann, aber ich will jetzt... Kannst kaum erwarten. Ich dachte, du kommst von hier. Tu ich auch. Okay. Warte mal, Überquerung der Hängebrücke. Also Barrett nervös erlebt man auch nicht alle Tage. Aber ihn wird vermutlich jetzt seine Vergangenheit einholen. Da hinten war eine Materia. Hoppla! Wen haben wir denn da? Welch Ehre, dass wir seine Exzellenz Barrett hier wieder begrüßen dürfen. Dass du nochmal hier aufkreuzt. Ist ganz schön mutig von dir. Bitteschön. Der hier geht aufs Haus. Was fällt euch ein? Lass sie. Aber... Kommt. Nee. An eurer Stelle würde ich mich von dem fernhalten, wenn ihr nicht sterben wollt. Und jetzt? Wo sind die Jungs? Boah, ich fand es eigentlich richtig gut, dass Yuffie dazwischen gegangen ist, bis dann wieder diese peinliche Grimasse am Ende kam, die das alles schon wieder maximal ins Lächerliche gezogen hat. Also auf den ersten Blick muss ich sagen, ähnlich wie in Junon, es ist genau so, hätte ich mir das in einer 3D-Ausführung, sage ich schon, ey, um meine Begrifflichkeiten, wenn es um technische Belange geht. Also das hätte ich mir hier im Remake auch tatsächlich genau so vorgestellt. Ich finde nach wie vor, dass Calm die bisher exotischste Interpretation mitgebracht hat von allen Orten, also von allen Städten oder Dörfern, die man hier bisher so gesehen hat. So, okay, jetzt erstmal gucken. So, also ich meine, das hat ja einen Hintergrund, den kennt Yuffie aber nicht.
Deswegen, sie hat auch wahrscheinlich gar nicht mitbekommen, also dass Barrett hier so behandelt wird, wie er behandelt wird. Ich sollte die Sätze vielleicht auch mal zu Ende bringen. Ey, das sieht aus wie eine Riesenpulle Jägermeister hier auf dem Tisch. Okay, gönnt euch. Sie hat ja, glaube ich, auch gar nicht mitbekommen, dass Barrett Cloud so ein bisschen signalisiert hat, sich zurückzuhalten. Sonst hätte sie sich da eventuell dran gehalten. Vermutlich hätte sie das nicht, aber vielleicht hätte sie ihr Verhalten in dem Zusammenhang ein bisschen überdacht. Ich fand es auf jeden Fall schön, dass sie diesen Impuls hatte, ausgerechnet Barrett zur Hilfe zu eilen. Also nicht, dass ich jemals angezweifelt hätte, dass sie ein guter Mensch sei. Ganz im Gegenteil. So, aber warte mal, hier ist auch noch was zum Einsammeln. Amethyst. Diese ganzen Kristalle, Edelsteine, was auch immer, die man früh im Spiel immer noch so auf besondere Art und Weise ausgegraben hat, die werden dir jetzt hier total inflationär hinterhergeworfen. Die sind gar nicht mehr so wertvoll, wie sie einst mal waren. So, der gute Salbei auch nicht unbedingt. In Tales of hättest du für Salbei immer einen guten Verwendungszweck. Vor allen Dingen, wenn er frisch ist. Was macht der denn da? Okay, ich glaube, das ist ein PDK-Spieler. Da bin ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen raus nach 10 Jahren Abstinenz. Warum ist denn der nicht eingezeichnet? Vielleicht ist das auch keiner, aber das irritiert mich gerade ein bisschen. Wo war denn der nochmal? Hier. Hey Kumpel, alles gut bei dir? Um dich mit mir zu messen, fehlt es dir noch an Geschick. Für diese Partie benötigst du den Rang Blutritter. Okay, krass. Störe mich daher nicht weiter in meiner Konzentration. Um dich mit mir zu messen. Ich kann halt auch nur das hier an Spielen bestreiten, was mir das Spiel vorlegt. Ich glaube, ich habe keinen einzigen Kontrahenten hinter mir gelassen. Die sind alle besiegt, die bisher unseren Weg gekreuzt haben. Es sei denn, ich habe irgendwo einen übersehen. Aber davon gehe ich jetzt mal nicht aus. Ey, das ist gerade hier mega schwer, eine sinnvolle Ablauforientierung zu finden. Ich weiß auch nicht, warum ich mich gerade so ein bisschen rechts orientiere. Das ist vielleicht taktisch nicht so klug, weil da auch irgendwo der Zielort ist. Was denn? Wow, ey, was für ein Elan, was für eine Begeisterung. Bei dir muss ja richtig laufen, dass du uns so plump begrüßt, aber ist okay. Hoffentlich hast du nichts Gutes für uns. Hier würde ich nicht mit gutem Gefühl Geld dalassen. Okay, ja, aber das bewahrheitet sich auch. Wir brauchen hier nämlich nichts. Ach, und eine Sache habe ich offscreen auch noch geändert. Habe ich euch gar nicht erzählt. Und zwar hat Cloud, der ja seine Heilenmaterie maximiert hatte, der hat jetzt eine bekommen mit Stufe 3, damit er da schön weiterleveln kann. Ich meine, 3 von 4 Sternen ist ja auch noch okay. So, hier sieht man wieder die ganzen Symbole über deren Köpfen. Ich kann mir halt echt einfach irgendwie nicht merken, welche Farbe wofür steht. Aber blau müsste sinngemäß eigentlich das Beste sein, oder? Guck mal, da lacht der Smiley auch mit so einem offenen Mund. Ihr habt mir das schon ganz oft beantwortet, aber ich weiß nicht, wie ich mir Eselsbrücken bauen soll, um mir das zu merken. So, hier waren wir schon. Das ist eigentlich gar nicht so groß und gar nicht so unübersichtlich. Eigentlich sogar relativ kompakt im Vergleich zu anderen Orten. So, und lila war jetzt unter grün, oder was? Die Farblogik, die muss mir mal jemand... Was ist los? Will man dich woanders auch nicht mehr? Warst wohl wieder zu gierig, was? Das lässt du dir einfach gefallen? Du verstehst das nicht. Dank so einem dämlichen Arschloch habe ich alles verloren. Aber ich finde, dass es nur fair gewesen wäre, seine Leute, bevor sie hier reingegangen sind, einmal kurz zur Seite zu nehmen und denen zumindest grob zu erklären, was hier seinerzeit passiert ist. Aber wahrscheinlich wollen sie dem geneigten Spieler das in Form einer ausgiebigeren Cutscene irgendwann mal nahelegen. So, ich gehe jetzt hier mal nach oben. Einfach, weil wir hier... Obwohl... Ich weiß gar nicht, ob wir hier in die richtige Richtung laufen, weil du eigentlich keinen Zielmarker hast. Oh, ich hasse sowas, wenn du nur so einen Radius hast. Also... Bei Sidequests ist das ja irgendwie noch okay, da mag ich es auch nicht, aber bei Hauptstory-Parts schwierig. Da würde ich sagen, dass der Aufstieg wahrscheinlich die richtige Route ist. So, hier redet keiner mit uns. Das ist an diesem Ort sogar erklärbar. Aber unser Geld wollt ihr natürlich haben, ne? Das ist klar.
uns komplett verachten und uns nicht mal mit dem Hintern anschauen. Es gibt ein neues Booster-Pack. Ein Booster-Pack für Blut der Königin enthält folgende Karten. Berg, Igel, Floh, Nadelspucker, Kronpilz. Boah, bin ich da lange nicht mehr drin gewesen. Also wir kaufen es auf jeden Fall. Aber... Ist das zufällig Äther? Nee, hab schon wieder Hoffnung gehabt, die mal wieder zertrampelt in der Ecke liegen und mich gar nicht weitergebracht haben. So, bevor ich das allerdings vergesse, würde ich schon... Tschüss. Okay, das fand ich irgendwie lustig. Wo waren das nochmal? Hier, Kartendecks. Ich habe nämlich keinen Bock, kurz vor einem Spiel mich damit zu befassen. Deswegen machen wir das lieber einmal jetzt. Ich hoffe, ich kriege das irgendwie noch zusammen. Warum habe ich denn da unten 1, 2, 3, 4, 5, 6 neue? 6 neue Karten. 7, 8, 9. Oh shit, ich bin ja schon lange nicht mehr hier gewesen. Okay, ich versuche es kurz zu halten. Okay, keine Raketenwissenschaft. Also, konnte ich mir nochmal anzeigen lassen, was die... Achso, hier... Eine gewöhnliche Karte ohne besondere Fertigkeit. Ich habe wie viele Dreier gerade... Oh Gott, mein Setup ist ja auch voll undurchsichtig, sehe ich da oben gerade. Hatte ich da nicht mal so eine... Achso, nee, warte, ich habe mich nicht nach der Punktzahl oben rechts auf der Karte orientiert, sondern nach den Einzahlen, nach den Pölpeln da in der oberen linken Ecke. Der ist sehr nach hinten ausgerichtet. Den nehmen wir erstmal aus diesem Grund nicht. Ich mache jetzt nur kurzfristig, damit wir hier nicht so lange dran sitzen. Nadelkuss. Solange sich diese Karte auf dem Spielfeld befindet, erhöht sich die Stärke von verbündeten Karten auf von diesem Effekt betroffenen Feldern um 2. Das heißt das untere Feld, richtig? Die finde ich zum Beispiel gar nicht so schlecht, aber die gibt auch nur einen Punkt. Habe ich oben? Ja, ich habe oben auch noch doppelte. Ich würde das zum Beispiel einmal mit reinnehmen und dafür den hier rausnehmen. Weil die sind ja von der Anzahl an Fläche, die sie abbilden, quasi gleich. Nur, dass sich der eine nach oben und der andere nach unten orientiert. Ich finde, das ist doch ein fairer Deal. So. Hä? Kenne ich den jetzt auch? Nee, der ist auch neu. Das Neue ist aber verschwunden. Wenn diese Karte zerstört wird, erhöht sich die Stärke von verbündeten Karten auf von diesem Effekt betroffenen Feldern um 3. Macht mich schon mal gar nicht an, weil wie wahrscheinlich ist es, dass die zerstört wird? Also habe ich bisher eher selten erlebt. So, dann haben wir hier Nadelspucker. Wenn diese Karte zerstört wird, reduziert sich die Stärke von verbündeten und gegnerischen Karten auch von diesem Effekt betroffenen Feldern um 4. Das ist mir auch zu unwahrscheinlich, dass das passiert. So, dann haben wir hier den Kronpilz. Wenn diese Karte zerstört wird, wird die Karte Gefährte des Kronpilzes deiner Hand hinzugefügt. Ja, es ist schön, aber wenn ich nicht sehen kann, wie gut Gefährte des Kronpilzes ist, oder kann ich mir das irgendwo abrufen, dann macht mich das erstmal nicht so an. Dann gehe ich lieber zum Choco-Chick weiter. Gewährt bei einem Sieg der Reihe, in der sie abgelegt wurde, einen Punktebonus von 3. Das finde ich hingegen sehr nice. So, wir nehmen die mal mit dazu und entfernen einen Kaktor. Ja. Ich reduziere natürlich auch so ein bisschen damit die Wahrscheinlichkeit, dass ich im Start-Setup so einen Kaktor drin habe. Aber vielleicht sollte ich mich auch langsam mal davon verabschieden, das immer auf diesem Wege machen zu wollen. So, bin ich dann... Warte mal, hier wollte ich noch mal kurz gucken. Der Kronpilz, der ist allerdings so von den Flächen, die er abdeckt, ganz interessant und auch relativ flexibel einsetzbar. Ich finde ihn gar nicht mal so schlecht. Schade, dass der nur einen Punkt rausgibt. Wenn da eine 2 stehen würde, man könnte auch überlegen, den gegen das Chocobo und Mogri da oben auszutauschen, weil entsprechend der Anzahl verstärkten verbündeten Karten. Aber ja, gut, das hier finde ich auch wiederum ganz gut, diesen Stärkungseffekt, der da mit drin hängt. Wir lassen das mal erstmal so. So, dann haben wir hier den Tomberry-König. Bei Zerstörung von verbündeten Karten erhöht sich die Stärke dieser Karte um 2. Passiert bisher auch selten. Und aktuell, also
wenn wir diesen Effekt nicht zu unseren Gunsten nutzen, haben wir hier halt ein Pünktchen. Das ist schon sehr speziell, finde ich, die Karte. Wenn diese Karte ausgespielt wird, werden Mogri-Trio Nummer 2 und Mogri-Trio Nummer 3 deiner Hand hinzugefügt. Das ist eine legendäre Karte, aber ich finde die halt schwierig. Weil wir ja nur begrenzte Kapazitäten auf der Hand haben. Und Nummer 2 und 3, weiß ich nicht mehr, ob die so gut waren. Ich hab da... Nee, ich, das ist mir noch zu weltfremd irgendwie. Und hier beim Seeteufel gibt es auch wieder nur einen Punkt. Beim Ausspielen von verbündeten Karten aus der Hand erhöht sich die Stärke dieser Karte um 1. Ey, das braucht 3 von diesen Pölpeln. Die ist doch voll schlecht, die Karte, oder? Hier sieht hingegen ganz nice aus, Ifrit. Entsprechend der Anzahl der anderen verstärkten verbündeten Karten steigt die Stärke um 2. Das finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Was habe ich da oben für Dreierkarten drin? Eigentlich nur den Schokomoppel. Der aber auch ganz interessant ist. Karte, die die eigene Position unter vollem Körpereinsatz erweitert. Ja, das streckt sich halt so schön aufs ganze Spielfeld aus, ne? Egal, wo du die platzierst, du hast immer irgendwie umliegende Felder, die davon profitieren. Ne, ich glaube, ich lasse das so. Irgendwann habe ich mich ja auch dagegen entschieden, Ifrit mal auszuwählen. Die Karte war ja auch nicht als neu gekennzeichnet. Was ist das hier nochmal? Grauen aus der Tiefe. Solange sich diese Karte auf dem Spielfeld befindet, reduziert sich die Stärke von verbündeten und gegnerischen Karten auf von diesem Effekt betroffenen Feldern. Das war diese... Auch von diese Partie habe ich damals in Costa del Sol, glaube ich, selber hinbekommen. Aber da haben wir die auf jeden Fall her. Und ich erinnere mich nämlich um diesen destruktiven Kasten, der um den Mittelpunkt angebracht war auf dem Spielfeld. So. Oh, hier könnte aber auch der richtige Weg sein. Weil der zeigt, der ist irgendwo weiter oben. Aber hier geht's nach oben, da hinten geht's auch nach oben. Da komme ich aber vielleicht zu der Materie hin. Okay, ich muss mich gleich entscheiden. Wir gucken erstmal bei der Zauberfibel weiter. Hi. Beeilung bitte. Ach, die sind wahrscheinlich einfach so unfreundlich wegen Barrett zu uns. Tschüss. Weil ich den ersten Ladenhüter noch so angepöbelt habe, der wäre wahrscheinlich freundlicher, wenn nicht Barrett Teil unserer Gruppe wäre. Muss man ja auch mal so ganz klar sagen. So. Und hier waren wir schon, genau. Nehme ich jetzt die Treppe rechts oder nehme ich die Treppe links? Also ich würde vermuten, dass hier eher der falsche Weg ist. Ich hoffe, ich liege damit richtig. Weil guck mal, wir sind immer noch innerhalb des Radius ist, ach, das führt eh auf die gleiche Ebene. Das ist voll egal. Es ist wahrscheinlich auch egal, wenn ich jetzt den richtigen Weg langlaufe. Dass du es wagst, dich hier zu zeigen! Mach dich bloß vom Acker! Barrett, alles okay? Geht schon. Ist das deine neue Frau? Hast Mina ja schnell vergessen. Na, wie gut zu wissen, dass wenigstens du ein schönes Leben hast. Tifa, ignorier sie einfach. Mina ist die Mutter von Marlene gewesen, ne? Ich weiß gar nicht mehr, ob Tifa die ganze Background-Story von Barrett kennt. Also wenn jemand aus der Gruppe, dann wahrscheinlich am ehesten sie, aber das kriege ich auch analog zum Original irgendwie nicht mehr hervorgekramt. Hey, stört es euch, wenn wir hier kurz vorbeischauen? Ich würde gern Hallo sagen. Ja, da haben wir doch unser nächstes Ziel. Genau, wir sind jetzt auch auf der richtigen Höhe. Das heißt, hier kann ich jetzt einfach weiterlatschen, solange bis das Spiel mich versucht aufzuhalten. Ich darf nicht vergessen, gleich noch kurz zu der Materia runter zu gucken. Seilbahnstation, die hat die besten Tage auf jeden Fall auch schon hinter sich. Schwert einsetzen können wir hier nicht. Das sieht nach Hubschrauber-Landeplatz aus. Ich weiß halt echt nicht mehr so im Detail, wo im Original welche Cutscene stattgefunden hat, aber vielleicht passiert ja hier auf diesem Gelände irgendwann noch was. Wo ist eigentlich meine restliche Truppe? Aerith ist jetzt vor dem Haus einfach stehen geblieben und hiermit kann ich nichts machen. Sehr, sehr auffällig, aber Hauptsache das kleine Blümchen steht hier noch am Rande des Tisches oder des Pultes oder was auch immer das sein soll. So,
Aber hier steht so viel Krempel rum. Da hätte man echt irgendwo versteckt auch noch mal eine kleine Kiste oder Materia oder sowas hinpacken können. Aber ist nicht. Würste leider nicht belohnt. Aber ist nicht schlimm. Warte mal, hier bin ich auch noch nicht drin gewesen. Einmal ein bisschen Anlauf nehmen mit Abstand, sonst komme ich in die kleine Hütte nicht rein. Ne, hier findest du nichts. Auf der Seite leuchtet auch nichts vor sich her. Na gut. Komme ich hier aufs Dach? Ja. Bringt mir das was? Nein. Hier kann man allerdings die anderen Dächer ganz gut überblicken, aber auch hier wenig aussichtsreiches, würde ich sagen. So, wo war jetzt die Materia? Da unten. Irgendwelche Probleme? Pöbel mich nicht so dumm von der Seite an. Ich habe dir gerade nichts getan, wollte ich sagen, aber das stimmt ja perspektivisch nicht. Wir steuern aber Cloud. Und Cloud hat dir nun wirklich nichts getan. So, was haben wir hier Feines? Wiederbeleben. Das zweite Mal. Ich weiß nicht warum, aber ich mag die grüne Materia-Kategorie am wenigsten. Ich mag die blaue am meisten. Ich kann das nicht mal rational begründen. Die gelbe mag ich am zweitwenigsten, die pinke am zweitmeisten, glaube ich. Wobei, wenn die rote zählen würde, die wäre auch irgendwo ganz oben mit dabei, aber die hat für mich einen Sonderstatus, weil ich kann es halt mit den anderen irgendwie nicht so vergleichen. Ich wollte gerade mal gucken. Das ist ein sehr verstörender Anblick. Ich dachte zuerst, das wäre eine alte Frau mit Knarre, aber so alt ist die gar nicht. Aber ist eigentlich auch egal, ob die hier als Alte oder Junge mit einer Knarre stehen. Der sich auf diese Art und Weise selbst verteidigen muss. Der hat auf jeden Fall kein schönes Leben, muss man leider so sagen. Und solche Dörfer und Regionen und Gebiete gibt es leider heutzutage immer noch. Und je mehr Kriege stattfinden, desto mehr nimmt das Überhand. Also ist leider kein fiktives Bild ausschließlich, was sich hier auftut. Bin ich denn jetzt hier? Hä? Okay, warte mal. Vielleicht habe ich ja doch ein paar Orientierungsdefizite. Vorhin dachte ich, ich hätte das grob alles überschaut, aber jetzt gerade muss ich sagen, nee, hier war die Zauberfibel. Okay, hier schließt sich der Kreis. Das heißt, warte mal. Ach nee, da unten war der Waffenhändler, rechts war die Zauberfibel, alles klar. Dann können wir jetzt hier nämlich auf der rechten Seite mal weiter gucken. South Entrance. Okay. Hier waren wir nämlich noch gar nicht. Da haben wir Rock Bottom vor unserer Nase und du bist ja der Prediger vom Dienst. Die sieht auf jeden Fall am saubersten und am outländischsten aus, würde ich mal sagen. Also so, als würde der hier irgendwie gar nicht hingehören. Der kommt wahrscheinlich auch von extern. Ist wahrscheinlich so ein Prophetennomade oder so. Hey, wo führt denn das jetzt hier schon wieder hin? Da hinten waren wir schon bei dem Typen mit seinem Obstwagen. Vielleicht war da auch Gemüse mit drin. Hier können wir eine Runde spielen. Seit wann sind die Fünfer hier eigentlich eingezeichnet? Bieger und Rolf. Der gute alte Rolf. Ich muss aber erst mal meine Mindmap vervollständigen. Also hier... Genau, da weiß ich, wo wir hinkommen. Hier habe ich gerade Zeug eingesammelt. Ist hier bei dem wenigstens eine Sackgasse? Ich bin mir nicht sicher. Wir gehen zuerst in der Hütte gucken. Boah, ist das dunkel. Aber es wurde Gott sei Dank ein bisschen heller beim Betreten. Hello, hello. Soll es ein Zimmer sein? Ja, der macht uns bestimmt voll den ekligen Preis. Wie ist das umsonst? Niemals lassen die uns hier umsonst nächtigen. Das ist doch maximal unlogisch. Ich weiß nicht mal, ob ich das überhaupt benötige gerade, aber ich glaube, Cloud war nicht komplett voll, oder? Nee. Liebe sind hier nicht willkommen. Verstanden? Ja, deswegen überrascht mich aber, dass ihr mir das umsonst anbietet. Oder ziehen die jetzt Geld ein, ohne dass wir vorher darüber gesprochen haben? Und jetzt raus. Ja, ist ja gut. Dem nehme ich das jetzt nicht übel, weil das voll die nette Geste war. Also, das hier ist auch nicht der Inbegriff von Komfort, muss man ja auch dazu sagen. Aber trotzdem, ich verstehe nur nicht, dass Cloud und die anderen sich überhaupt trauen, hier in Ruhe zu nächtigen. Ich hätte hier als Entwickler wahrscheinlich irgendwie so einen Dialog eingebaut, wo die sagen, vielleicht ist das keine so gute Idee. Weil, ja,
Aber vielleicht sind die Leute hier auch zivilisierter, als ich es ihnen zugetraut hätte. Weil der Hass auf Barrett, der scheint ja schon sehr real und nach wie vor vorhanden zu sein. So, was geht hier ab? Ach, das ist die Suppenküche. Deswegen ist ja auch so ein Menschenauflauf. Oh weia. Vielleicht könnten wir uns hier wieder beliebter machen bei den Leuten, wenn wir die unterstützen. Aber ich glaube, der Schmerz, der sitzt zu tief bei den meisten. So, warte mal, ich gehe jetzt noch mal kurz nach oben gucken. Ich will nämlich gleich unbedingt Blut der Königin auch spielen. Ich will nur sicherstellen, dass ich jetzt jede Ecke einmal gesehen habe. Und den zweiten Spielerkontrahenten, den habe ich jetzt auch noch nicht gefunden. Du solltest erst noch mehr über die Schwarzkutten herausfinden, aber weiterlaufen darf ich trotzdem. Okay, warte mal, da hinten steht Chatley. Das heißt, hier war ich noch gar nicht. Oh mein Gott, ey. Also, dass ich mich in Nordcoral jemals verlaufen könnte. Ich fand, das war so kompakt und übersichtlich im Original. Aber gut, das war bei Kalmer genau das Gleiche. Für mich Labyrinth des Todes. Aber man kommt zurecht. Die wichtigsten Sachen sind ja eingezeichnet. So, Chatley habe ich vorhin gar nicht gesehen, als ich hier lang bin. Und hier bin ich auch nicht lang gelaufen vorhin, oder? Irgendwie habe ich eine komische Absuchreihenfolge hier an den Tag gelegt heute. Momentan hängen keine Aufträge aus. Okay. So, warte. Dann hatte ich hier noch Chatley. Und was war noch? Ach ja, genau diese Hütte hier. Rock Bottom. Ach, das ist die Kneipe. Hier ist ja genauso viel los wie in der Suppenküche. Ey, den kennen wir doch. Was glotzt denn so? Weißt du, wen du da vor dir hast? Selbst Beck und seiner Bagage war ich zu brachial. Ich bin Midgars bösester Bandit und beinhärtester Biker. Ich bin Bieger, der Brecher unter den Kartoreros. Na, jetzt hast du Schiss, was? Oh Mann, anscheinend kann man dich nicht so leicht brechen. Na schön, wenn du es auf die harte Tour willst, dann regeln wir das bei einer Partie. Aber damit das klar ist, verlierst du, kostet dich das 7 Gil. Verstanden? Was für eine peinliche Existenz. Wir kommen gleich nochmal zu dir zurück. Ja, genau. Ich habe die Hosen extra voll gemacht, damit ich dich im Anschluss damit beschmeißen kann. Das war mein finsterer Plan. Oh mein Gott, der Piano-Dude. Ey, bleib mir fern. Ich habe keine Lust auf dich. Ich rede trotzdem mit dir. Kann ich irgendetwas für dich tun? Ja, du kannst mir fernbleiben. Das wäre mal ein Anfang. Aber ich habe ja nur die beiden Stücke. Noch kein Mal A-Rang geschafft. Aber ich, ey, ganz ehrlich, ich habe es ja auch nie wirklich probiert. Ne? Ich habe immer das erstbeste Ergebnis mitgenommen. Und ich werde hier und heute nichts daran versuchen zu ändern. Einfach mal gar nichts. Dafür ist mir mein Seelenfrieden viel zu wichtig. Ich habe ehrlich gesagt generell gar keinen Bock, mich jemals wieder im Let's Play ans Piano ranzusetzen. Das sehe ich für mich eher als Offscreen-Thema an. Ja, aber dann sind hier gar nicht so viele Leute, mit denen wir sprechen können. Das war Piano, das war der Piano-Dude und das war der, Entschuldigung, der Räuber-Typ hier gerade eben, der Cartorero. Du bist also auch in Coral Cloud. Früher hat man hier große Mengen an Kohle abgebaut. Doch dann hörten die Menschen vom Marco. Bald verdrängte das Marco die Kohle auf der ganzen Welt. Und das einst lebhafte Dorf verkam zu dem, was es heute ist. Wirklich traurig. Ich traue mich gar nicht, in den Kampfsimulator zu gehen, aber der wird da bestimmt haufenweise neue Sachen haben. Apropos neue Sachen. Ist ja schon alles ein bisschen appetitlich hier, ne? Führt automatisch Waffenfertigkeiten aus, die Kurzbefehlen zugeteilt werden, wenn der Charakter nicht aktiv gesteuert ist. Aber hatten wir das nicht schon mal? Das kommt mir alles voll bekannt vor. So, also ich will überall bei Besitz auf jeden Fall eine 1 zu stehen haben. Das heißt, ich werde dann vermutlich offscreen, ich hoffe, ich vergesse das nicht gleich, dann meine Materia nochmal anpassen, weil ich habe sehr viele Lückenfüller-Materia damals meinen Leuten zugewiesen. Diese ganzen TP-Boosts und alles. Und das kann ich ja dann ein bisschen optimieren noch. Dann gehe ich jetzt mal hier rein und gucke. Auch wenn ich wieder mit dem Schlimmsten rechne, aber Blick riskieren sollte man schon, denke ich. Esper Alexander.
Das ist aber noch kein aktuelles Thema für uns, weil wir ja die Schreine noch nicht gefunden haben. Oh nein, Kampftraining Yuffie. Das war doch aber eigentlich voll simpel mit den Kampftrainings, oder? Ich glaube, das kann man mal schnell machen. Da habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf, aber dann haben wir wenigstens den Haken dran. Einfach mal gucken, was man da nochmal machen musste. Da hast du halt gelernt, glaube ich, was die ganzen Spezifikationen der Charaktere ausmacht. Oder auch eingeblendet, was du tun musst. Ja, drücke Viereck, um damit Yuffie ihren Wurfstern auf Gegner schleudert, solange sie den Wurfstern in ihrer Hand hält. Bla, drücke ihn, um ihn während einer Rückwärtsbewegung kontinuierlich auf Gegner vor ihr zu schleudern. Herbert, ich werf doch mit Dreieck und nicht mit Viereck. Keine Ahnung. Muss ich überhaupt befolgen, was mir hier gesagt wird? Oder reicht es einfach, wenn ich die Gegner irgendwie töte? Gewonnen. Darum geht's doch, oder? Kriege ich jetzt meine Haken? Oder gab das jetzt wieder 10 Runden? Komm, mach, gib mir jetzt den Haken und lass mich raus aus dem Kampfsimulator. Ich möchte hier... Achso, okay. Nee. Wunsch wird mir nicht erfüllt. Runde 2 von 2. Werfen. Wenn sich Yuffie einen weiter entfernten Gegner als Ziel aussucht, kann sie ihren Wurfstern werfen oder streng geheime Ninjutsu-Techniken anwenden. Drücke Dreieck, um einen Wurfstern auf Gegner zu werfen. Bla, während der Wurfstern in der Luft ist, kannst du durchdrücken... Während der in der Luft ist, wer kriegt denn das alles koordiniert? Kannst du durch Drücken von Viereck den Angriff in eine Ninjutsu-Technik umwandeln? Diese Techniken bestehen aus magischen Angriffen. Halte Viereck gedrückt, damit der Wurfstern zurückkehrt. So. Aber das ist einfach mal ein bisschen übergangen, weil auch Yuffie nicht zum Stammkader gehört und daher das jetzt für mich nicht so ultra wichtig ist. Yuffie verfügt von Beginn an über die Fertigkeiten Furin, Kazan und Elementar Ninjutsu. Bei Furin, Kazan wird der Gegner entweder am Boden oder in der Luft mit heftigen Angriffen eingedeckt. Zudem werden alle nachfolgenden Angriffe stärker. Ich wusste, dass es gut war, damit zu arbeiten. Außerdem besteht die Möglichkeit, dass sich Furin Kazan noch selbst verstärkt, während es ausgeführt wird. Mit Elementar-Ninjutsu kann die elementare Zugehörigkeit von Yuffies Wurfstern-Angriffen geändert werden. Nachdem der Wurfstern ihre Hand verlassen hat, drücke bla und bla, um eines von 4 möglichen Elementen auszuwählen. Das habe ich wiederum als sehr schwach in Erinnerung. Diese Elementar-Ninjutsu-Dinger. Und ich habe die ja bisher... eigentlich immer nur dann angewendet, wenn der Gegner eine Feuerschwäche hatte. Und da hat das gefühlt auch nicht so viel gebracht, aber vielleicht bewerte ich das auch völlig falsch. So, achso, eine Belohnung gibt es dafür auch. Gut, aber präzise Abwehr haben wir, glaube ich, schon. Ist jetzt also nicht das Allerspektakulärste. So, okay. Dann würde ich mal sagen, wir versuchen heute noch eine Partie... Ich registriere ein Gefühl der Überlegenheit in dir. Eine Partie BDK zu absolvieren, auch wenn mir die Zeit ein bisschen im Nacken sitzt und ich mir nicht sicher bin, ob ich das unter Zeitdruck so gedeichselt kriege. Aber wir gucken mal. So, das hatten wir ja schon ausgehandelt. Besiegte Gegner 9 von 12. Da steht es auch nochmal als kleines Update und dann... beginnen. Ach, guck mal, der Bomber wäre die Belohnung. Wenn diese Karte zerstört wird, reduziert sich die Stärke von verbündeten und gegnerischen Karten auf von diesem Effekt betroffenen Feldern. Ich finde die Karte irgendwie voll schön, weil der Bomber generell so meine Lieblingsfarben vereint, aber nutzen werde ich sie vermutlich eher nicht. So, was möchten wir austauschen? Ey, ich bin so gar nicht mehr drin. Warum habe ich denn die Aero-Krake mit reingenommen? Die ist ja richtig dumm. Warum habe ich die denn mit reingenommen? Okay, es gibt noch Optimierungsbedarf. Also aus jetziger Sicht finde ich die alles andere als geil. Wir machen die mal raus. Und den Montisaurus auch raus. Nein, den wollte ich drin lassen. Spielbeginn. Da wollte ich hin. So, das fängt doch schon mal gut an. Tja, jetzt ist nur die Frage, mit wem starte ich lieber... Ich würde jetzt hier... Obwohl, nee. Ich gebe mal dem Kaktor den Vorzug. Jetzt gucken wir mal, was der hier für ein Set hat. Ich habe das blöde Gefühl, dadurch, dass ich immer noch so auf meine ganzen Basiskarten setze, dass mir das früher oder später zum Verhängnis werden wird. Einfach weil
Weil man hier schon zum jetzigen Zeitpunkt viel, viel bessere Karten auch nutzen kann. So, den bauen wir einmal hier hin. Aber eigentlich bin ich mit meinen Startkarten gerade sehr zufrieden, muss ich sagen. Das wäre prädestiniert, um den hier reinzusetzen. Ja, der Chocobo kommt jetzt an die Reihe. Bitte nicht oben mittig was platzieren. Bitte nicht oben mittig. Okay. Das ist gut. Auch wenn ich keine Ahnung habe, wie ich da hinkommen soll. Vielleicht ist das doch nicht das Allerbeste gewesen. So, hier könnte ich meine Dreierstelle schaffen. Hier könnte ich mich ganz normal nach rechts ausweiten. Und hier... Achso, nee, das geht ja gar nicht. Das hier sah noch gar nicht mal so verkehrt aus. Archendrache. Wenn diese Karte ausgespielt wird, reduziert sich die Stärke von gegnerischen Karten auf von diesem Effekt betroffenen Feldern. Aber nur, wenn gegnerische Karten auf dem Feld sind, richtig? Ich baller die jetzt einfach mal hin. Aus Ermangelung an besseren Optionen. Oh nein. Nein, 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 nein. Ganz, ganz schlecht für uns. Ich glaube, das könnte jetzt schon das K.O.-Kriterium gewesen sein, weil ich mich jetzt nicht weiter ausgedehnt kriege. Oh Mann, ey. Das sah, am Anfang sah das noch voll gut aus. Ich bräuchte halt was, was jetzt weiter nach rechts ausschert, aber das kann ich mir jetzt eigentlich auch knicken. Okay. Ich glaube, die beiden Partien hier in Nord Coral, die werden sich dann in die nächste Folge verlagern. Und ich könnte aber auch einfach einen Neustart machen. Dann können wir jetzt hier einfach nochmal einen Versuch anleiern. Könnt ihr hier heute vielleicht auf ein bisschen Überlänge hinauslaufen, wenn ich nicht gleich irgendwie eine Tendenz habe, ob es läuft oder nicht. Wann habe ich denn diesen Sandkalmar hier reingenommen? Der ist doch auch voll schlecht. Der braucht zwei Pöpel und gibt mir nur einen Punkt. Stärke, verbündete Karten, blablabla, brauche ich alles nicht. So, den Montisaurus mache ich jetzt auch mal weg und dann starten wir das mit. Oh, das ist ja eine sehr exotische Startaufstellung. Ich glaube, das ist eher nicht so optimal, gelinde gesagt. Aber mal gucken, vielleicht hat der Gegner ja auch Pech. Aber ich glaube, mit den beiden Partien hier werden wir uns dann beim nächsten Mal ein bisschen ausgiebiger beschäftigen. Da machen wir hier unten mal weiter. Ah, aber guck mal, ich kann den Schokomoppel jetzt schon einsetzen. Verhältnismäßig früh. Ey, das ist doch mal, ey, voll gut. Machen wir. Vielleicht wird der jetzt zum neuen Gamechanger. Vor allen Dingen, oh, schade, dass der mir den mittleren weggenommen hat. Da hätte ich jetzt gerne meinen Schoko-Chick reingepackt oder wie das Ding heißt. Das wäre schön gewesen. Aber, ah, guck mal, ich kann mir den aber zurückholen. Ich kann mir den zurückholen und genau das mache ich. Jetzt lass mir bitte den mittleren. So, kann ich den irgendwie zerstören? Also vom mittleren aus, den angrenzenden? Nee, das ergibt nur Punkteboni. Aber kriegt den Punktebonus dann auch der Feind? Das wäre ja schon ein bisschen kacke. Ich hätte am liebsten gerne irgendwas, was den zerstört. Erhöht die Stärke von verbündeten Karten. Ich habe jetzt hier keine Zerstörungskarte. Doch. Oder? Reduziert sich die Stärke von... Doch, hier. Ja, den mache ich jetzt hier so richtig fertig. Hier, gönn dir. Schade nur, dass die Karte nicht kaputt geht. Das wäre irgendwie noch schöner. Aber man kann halt nicht alles haben. So, wie bedienen wir denn das obere Feld da? Ich kann jetzt nur noch aufs Dreierfeld hier was ablegen. Das ist jetzt auch nicht so geil. Packen wir hier mal den rein. Mal gucken, was der jetzt macht. Ob der überhaupt irgendeine Karte hat, um das obere, mittlere Feld noch für sich zu beanspruchen. So, warte mal. Jetzt bräuchte ich... Ach, shit. Jetzt komme ich da an die untere nicht ran. Oh Mann, wie viel Pech kann man haben? Ey, genau die falschen Karten habe ich jetzt hier auf der Hand. Menno. Erhöht die Stärke von verbündeten Karten. Punktebonus von 3. Boah, mit der mittleren Reihe würde ich dann aber...
hier einen richtigen Boost generieren. Du, vielleicht verhilft mir das am Ende zum Sieg. Keine Ahnung, der wird jetzt in der unteren Reihe noch ein paar... Ach nee, mit, in der mittleren kann er auch noch was platzieren, aber so viel hat er da jetzt nicht rausgeholt. So, und damit sind meine Möglichkeiten auch erschöpft. Und dann kann ich damit offiziell aussetzen. Und dann gucken wir mal, was der hier noch auspackt. Oh! Hä? Was war das denn? Ich dachte, der hätte sich das Feld jetzt für sich angeeignet, aber hat er gar nicht. Erhöht die Stärke. Ah, guck mal, hier kann ich meine... Ah, vielleicht. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Ich glaube, wir haben das Ding gewonnen, oder? Ich glaube, wir haben das gewonnen. Quasi in der letzten Sekunde. Bitte belehr mich jetzt nicht eines Besseren, aber hier der Punktevorsprung. Wir haben das Ding geschafft im zweiten Try. Kann ich gut mit leben. Sehr schön. Dafür hat sich dann auch die Überlänge heute gelohnt. Den Bomber haben wir vorhin schon gesehen. Ja, nicht zu fassen! Ich hab verloren! Um ehrlich zu sein, bin ich getürmt, weil mir das Banditendasein nicht wirklich liegt. Ich wollte als Kartenspieler eigentlich einen kompletten Neuanfang machen. Aber ich habe noch nicht eine einzige Partie gewonnen. Gibt's da irgendeinen Trick bei der Sache? Komm schon, mir kannst du's doch sagen. Sag jetzt bloß nicht, du rückst deine Tipps nur gegen Bezahlung raus. Wie kann man nur so ein geldgieriger Knauser sein? Dann halt nicht. Willst ja sehen, was du davon hast. Nächstes Mal knöpfe ich dir dafür die 7 Geld doppelt und dreifach ab. Ja, ja, mach mal. Außerdem war das eine Lüge, dass du noch nie was gewonnen hast, weil du die erste Runde gegen mich siegreich warst. Aber das nur so am Rande. Gut, ihr Lieben, beim nächsten Mal konfrontieren wir Rolf und machen dann hier mit der Story weiter. Ich bedanke mich fürs Einschalten heute und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao. Schlag doch zurück!